Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir sind gerade hier schön zu Hause. Und jetzt werden wir mal zu dem Mutagen Giftmüll gehen. Und da ich jetzt mein ganzes Stahl vermacht habe, konnte ich natürlich zwei Waffen hier nicht richtig aufsetzen. Aber sie reichen halt, um hier gut Schaden anzurichten. Ich habe jetzt auch die Perks drin mit Automatik. Das heißt... Okay, du bist gestorben. Wir wissen's. So, jetzt rennen wir erstmal Richtung Mutagen Giftmüll hier. Wie gesagt, ich habe jetzt die Automatik-Perks jetzt auch schon drinne. Und halt auch noch eine andere Automatik mit bei. Damit es sich halt ein bisschen mehr lohnt. Weil mit der T60 kann man schon ein bisschen aggressiver spielen, finde ich. Erst recht, wenn man ein bisschen mehr Traglast hat. So, aber wir müssen ja hier noch gucken, dass wir unseren So-Traglast auch nochmal hinkriegen. Und ich brauche unbedingt jetzt wieder ganz viel Stahl. Das heißt, wir werden jetzt hier eher so eine kleine Stahlrunde machen. Danach, was haben wir hier noch? Impro, wuchtig. Warum wird mir jetzt die Waffe angezeigt? Merkwürdig. So, gib mir mal gleich deinen Stahl her hier. Weil für das Ding hier möchte ich gerne ein Trommelmagazin haben. Und werden wir auch ein bisschen Munition los. Schon okay. Sollte kein Vorwurf sein. Auch wenn du die älteste Kaulquappe bist, die ich kenne. Pfadfinder Pioniere haben immer zu tun. Gerade jetzt hast du Mutagen Giftmüll beseitigt. Schon gibt es neue. Das wäre nichts mehr. Na komm. Wo willst du denn hin? Hey. Dein Kopf hat sich verändert. In normal. So, dann wollen wir mal gucken, wo soll denn jetzt der Mutagen im Gift... Ach, da vorne. Gleich bei Clarksburg. Da können wir gleich da drüber hopseln. Das passt schon. Muss jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht zu tief gehe. Weil Power Ammo und so und unter Wasser extrem langsam. Aber wir haben jetzt eigentlich auch gute Schadenswerte. Macht mich irgendwie gerade so ein bisschen stolz. So ein bisschen mehr. So, einmal drüber gehopst. Na komm, wir nehmen hier lieber noch die 10 mm. Die fasst auch ein paar mehr Kugeln. Ich wollte gerade sagen, willst du nicht sterben? Auch Mini-Ghule kann man damit sehr gut knallen. Wenn sie da sind. Ich höre sie doch. Einmal bei den Hintern. Du ebenso. So. Nehmen wir uns hier auch noch mal ein bisschen was mit. Wenigstens ein bisschen. Damit meine Alles-Mitnehmen-Sucht gestillt wird. Da haben wir gleich den nächsten Offizier. Der hatte ja gar kein Lachen hier. Ach, der hatte wieder zwei Bravo-Codes. Jetzt backt das wieder rum. Nein! Das nur, weil ich mich wieder nicht beherrschen konnte mit Sammeln. Einmal aufsammeln hier. Ne, hier brauchen wir immer nur zwei Sammeln, also. Machen wir hier nochmal ein bisschen Tumult. Das dunkel hier. So. Ah, hier ist nichts. Na. Aber weh, ihr fliegt mir hier wieder in die Luft, ne? Oh. Right away nehmen wir gerne mal mit.
Ah, zu euch komme ich gleich rein da. Alles gechillt und alles ruhig. Bin gleich da. So. Dann waren die beiden Heinzels. Sehr schön. Und hier haben wir sogar noch einen Fusionskern. Ja, das können wir auch alles mitnehmen. Was liegt da? Das kennen wir schon. Heißt, es darf liegen bleiben. Ach, ist das schön. Zumal wir haben auch noch so viel Munition für die Automatikwaffen. Hat sich halt schon alles so ein bisschen angesammelt hier. Könnten wir doch hier einfach mal kurz gucken, ob wir jetzt nicht schon genug Stahl haben, um wenigstens eine der beiden Waffen ein bisschen besser zu machen. Weil wir haben ja schon einige Mods und so. Bloß ich habe es halt immer wieder verschwitzt und nicht dran gedacht. Und jetzt, wo es sich eigentlich lohnen würde, weil und so Power-Rüstung, würde das doch passen. So, du hast sogar schon gehärteten Verschluss. So, dann wollen wir mal gucken hier. Unterlegene Reichweite, der hier war das, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Stummellauf. Auch wenn die Reichweite dann darunter leidet. Verbesserte Rückstoßdämpfung und Nahkampfschaden wäre es wohl wahrscheinlich dann eher. Also wuchtig. Und Magazin, was haben wir hier noch Schönes? Nachladegeschwindigkeit. Ne, ich denke mal, ich nehme das schnelle Magazin. Das passt ein bisschen besser. Können wir dich auch noch mal ein bisschen ansetzen? Ja, beim dem bin ich aber noch nicht so weit. Es wäre eigentlich besser, dich auf Einzelfeuer zu setzen mit dem gehärteten Verschluss. Und halt gerade auch wegen dem Perk Pirscher. Aber wir machen dich erstmal ein bisschen kürzer. Und Magazin auf Trommel noch. Ah, es hat gerade so gepasst. Halt, ich kann ja noch den Griff. Da fehlt mir Gummi und ein bisschen Stahl. Okay. Habe ich noch irgendwas zum Verwerten? Auch ein bisschen was. Damit könnten wir das doch hinkriegen. Das heißt, ich mache einmal kurz raus. Denn hier die Verwertung. Einmal Gummi. Ja, das reicht, glaube ich, nicht ganz. Oder? Hat es jetzt schon gereicht? Gucken wir mal. Ne, ein Gummi hat noch gefehlt. Na, egal. So, haben wir hier auch nochmal Muni mit. Das Licht ist hier irgendwie so komisch. Hm. Sieht auf jeden Fall... Oh, da haben wir noch ein Jagdgewehr. Moment. Das hatte doch eigentlich auch immer Gummi bei. Ja, jetzt können wir auch den soliden Kolben nutzen. So. Ach, jetzt ist meine Power... Ich suche meine Power-Rüstung und dabei ist sie schon längst wieder im Inventar. Schlimm, schlimm, schlimm. So, dann wollen wir jetzt mal schauen. Also die eine ist jetzt schon mal sehr schön aufgewertet. Ich finde es schade, dass es für die 10mm halt keine Visiere so großartig gibt. Nur so ein kleines angedeutetes Kim und Korn hier. Aber so spiele ich die 10mm am liebsten. Jetzt machen wir hier unten nochmal frei. Weil aus der Hüfte können wir jetzt richtig gut agieren. Das einzige Problem ist halt, die Reichweite zieht halt runter. Also wir können damit jetzt nicht wirklich sagen, wir gehen jetzt irgendjemanden aus der Distanz wegknüppeln. Aber dafür hat die Distanzmodifikation beim 10mm ja eigentlich auch immer das Problem, sie verzieht immer sehr stark. Wo ist er denn jetzt? Ach, hier oben.
Und so kann ich halt deutlich besser gerade bleiben und brauche jetzt nicht lange gucken, dass ich ihn treffe. Ah, hier die Kronkorken wollte ich auch noch haben. Können wir auch nochmal nach dem Päckchen gucken. Ja, nehmen wir trotzdem mit. Passt schon. So, hier auch nochmal ein bisschen was und jetzt geben wir auch mal den Rest ab, weil jetzt haben wir hier genug rumeiert. Na komm, wir könnten noch einmal kurz nach Munition gucken. Es ist ja hier gleich auf dem Weg. So, einmal kurz was trinken. Zack, zack, zack. Ah, sehr schön. Liegt immer ein bisschen was rum. Die war sogar noch mit Fressen besetzt. Hey. Das ist ja mal der Hammer. Ah, so. Lässt sich's doch leben jetzt. Ich weiß nicht, ich bin immer noch stolz, dass ich es endlich geschafft habe, die Bauerrüstung fertig zu machen hier. Na, fertig ist sie ja noch nicht. Es fehlt ja eigentlich noch der Jetpack, der dann an die T-60 ran soll. Und, ja, das Zielvisier. Jetzt bin ich gerade nicht auf den Namen gekommen. Und ich laufe hier komplett verkehrt. Wo ist denn jetzt hier mein... Ach, das ist da vorne. So. Abgeben. Kampf-Asbest-Torso-Mod. Ja, kann man mitnehmen, aber... ist eher nicht so was für uns. So, kriegen wir jetzt nochmal eine Marke? Nein, leider nicht. Aber wir haben fast Level up, sehe ich gerade. Momento. Wir könnten doch eigentlich... Das müsste doch heute eigentlich relativ einfach gewesen sein. Krank, Axt und gut gestimmt und gut ausgeruht. Das gut ausgeruht, habe ich das noch? Oder gut gestimmt? Nein, ich muss ja beides haben. Fleischfresser gut genährt, gebraten, gut ausgeruht haben wir nur noch. Das heißt, ich müsste eigentlich nur kurz mir den Rest holen. Dann könnte man schnell nochmal, hier sammeln gehen. Also Kürbisse. Einmal kurz einsammeln. Dann einmal kurz die Brandbestien-DNA. Das ist ja auch sehr easy immer zu machen. Plus die 5%. Ja, das könnte doch gehen. Dann könnten wir das eigentlich auch nochmal machen. Wenn es sich jetzt so mit einem Mal erledigen lässt, ist es ja nicht schlimm. Weil, wer hat schon was gegen gratis Atome? Und da es heute eigentlich relativ einfach ist mit dem Stufenaufstieg. Weil, gut ausgeruht ist jetzt nicht wirklich schwer zu erreichen. Krankheit könnte ich mir jetzt eigentlich noch vorstellen, wäre jetzt noch schwer, weil wir haben gerade keine. Aber auch da kenne ich einen Trick, der hoffentlich nicht zu lange dauert. Aber jetzt haben wir uns erstmal gut ausgeruht und Krankheit können wir uns immer noch kümmern. Wir könnten jetzt eigentlich auch eine Runde White Spring oder in die Kanalisation gehen von Harper's Ferry. Und hoffen, dass da kranke Ghule sind, die einen angreifen. Das Problem ist, wenn man das über den Angriff löst, finde ich, dann kriegt man immer zu viel XP. Oder man muss sich zu lange hauen lassen, weil der nächste Mob dann das Level up bedeuten würde. Das ist dann halt wiederum unproduktiv. Das heißt, wir schlafen jetzt hier kurz noch eine Runde. So eine kleine Runde. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir gut ausgeruht. Müssen wir jetzt noch einmal kurz was spielen hier. Können wir hier einmal am Bass gehen. Gibt ja auch AP-Regeneration, wenn man den hat. Und dann gehe ich gleich mal quasi eine Runde saufen. Denn ich habe ja hier vor meiner Hütte, also vor meinem Camp, giftige Seen. Und wenn man da schmutziges Wasser raustrinkt, kann man auch relativ leicht mal eine Krankheit bekommen. Sowas wie nässende Wunden oder, nässende Wunden, Parasiten kriege ich meist. Und Heilmittel hätten wir ja auch, um uns das dann nachher, wenn es zu heftig ist, wieder wegzunehmen. So, Powerrüstung darf ich jetzt nicht mitnehmen, weil die verhindert Krankheiten. Durch den Helm.
Man kann natürlich jetzt auch eine Runde schwimmen gehen, das geht auch. Aber es reicht, wenn wir hier einmal kurz lecker giftiges Wasser trinken. Und nochmal ein Hieb. Und dann machen wir jetzt so lange, bis wir jetzt krank werden. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Bei Patrick dauert das dann immer meistens so, ja, 50 Hiebe. Der stirbt schon fast an der Radioaktivität. Bis es wirklich wirkt. Okay. Gut. Machen wir kurz anders. Habe ich noch Red Array-Effekt drin? Nein. So, dann machen wir es halt mal anders. Jetzt nehmen wir uns mal einen großen Red Array. Wo haben wir ihn? Da. Weil dieser hat ja auch nochmal... wo ist es? Krankheitsresistenz minus 50. Wird es jetzt einfacher? Eigentlich müsste es einfacher sein. Aber ich habe heute irgendwie einen resistenten Tag. dann komm. Jetzt wird krank. Schön, mal Parasiten oder so. Ei. Also heute klappt das ja gar nicht. Letztes Mal, wo ich es gemacht habe, habe ich einmal süffeln müssen und dann war ich schon krank. Mensch, wie viel willst du denn jetzt noch trinken? Bis du dir eine Krankheit einfängst. So resistent kannst du doch gar nicht sein. Okay, jetzt muss ich halt nochmal... gucken. Nehme ich nochmal die großen. Jetzt darf ich keinen verdünnten nehmen. Können nochmal schmutziges Wasser essen. Potatoes. Lecker verdorbenes Gemüse. Komm. Irgendeine Krankheit wird doch dabei sein. Oder? Wow. Nahkampfangriffe. Komm, wir probieren es mal mit Zeckenblut-Tequila. Wenn es halt heute nicht klappen will. So. Einmal einhaufen. So, Nahkampfangriffe. Und da vorne ist gleich Mulche. Oh, oh, oh. Aber gut, probieren wir's. Auf sie mit Gebrüll! So, ersten abgestochen. Na komm. Messerduell hier. Und ich habe eine Krankheit. Sehr schön. Jetzt können wir auch noch weiter stechen hier. Ich steche euch alle ab. Das sieht so lustig aus. So, du auch? Komm her hier. Wenn du mir den Arm gebrochen hast, ich stech weiter auf dich ein. Du hast keine Chance. So, da hinten haben wir noch einen Multi. Mal kurz den gebrochenen Arm heilen. Auf, Multi! Zeckenblut-Tequila ist schon nicht schlecht. Läuft auf jeden Fall. Gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch abgeben. Also, was haben wir da? Ah, echt bombig? Nee. Das kriege ich nicht schnell genug hin. Das heißt, wir nutzen jetzt den Ruhezur aus. Ich brauche noch grünen Daumen. Stimmt, darf ich gleich nicht vergessen. Und dann passt das. Jetzt ist aber die Frage, habe ich jetzt durch einen Zeckenblut-Tequila jetzt die Krankheit bekommen oder habe ich es jetzt eher durch den kranken Schlinger bekommen? Beides möglich. So viele Kürbisse zu schnitzen, so wenig Zeit. Sie da? Sie da? Ja, ich erinnere mich an Sie. So. Möchten Sie noch mehr Samen? Ja. Wenn es will, brauche ich wieder einmal Kürbisse zum Schnitzen.
Vielleicht wäre ein Handel angebracht. So, und jetzt schnell die Kürbisse holen. Das ist halt immer noch die einfachste Quest überhaupt hier. Ich weiß nicht, das ist eine, die mache ich eigentlich immer mit. Müsste eigentlich schon gereicht haben. Genau. An solchen Tagen frage ich mich, wofür ich. Und Challenge abgeschlossen. Hey. Wenn wir schon die anderen Challenge nicht machen können, weil sie halt nicht benannt sind, machen wir halt die. Dann sammle ich halt Atome. So. Das heißt, wir müssten eigentlich auch noch nach Vatoga runter und 10 Bots töten. Da waren sogar noch Fusionskerne drin. Meine Güte, habe ich heute Glück. Waren doch jetzt Fusionskerne oder habe ich mich jetzt verguckt? Ich glaube schon. So. Hier haben wir die Mods loswerden. Den Dünger. Und dann passt das. So, kann ich mich mal kurz heilen? Wo ist mein Heilmittel? Da. Heilt eine Krankheit. Wunderbar. Dann können wir uns hier auch nochmal Red Ray nehmen. Jetzt können wir auch das verdünnte. Das war Red X. Das verdünnte Zeug nehmen. Okay, passt. Gut. Dann könnten wir jetzt aber trotzdem zur Universität. Und dort nochmal das Ding abgeben. Und dann passt das. Könnten wir eigentlich wirklich jetzt nur noch. Jetzt ist eigentlich nur noch täglich Vatoga. Den Rest habe ich ja jetzt schon quasi so gut wie fast abgeschlossen. Ein bisschen Alkohol nebenbei trinken tue ich ja so oder so. Gerade wenn es um Porten geht oder ähnliches, dann wird das Red Ameisenlager rausgeholt. Aber ich musste jetzt auch mal zusehen, dass ich die Raketen loswerde. Weil ja jetzt auch ein paar mehr Raketen bei. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir wohl ein bisschen mehr an Stahl machen gehen. Das heißt, da werden wir dann schön irgendwo durchhuppen und uns durchhauen. Wieder auf Streifen. Nee. Hier spricht Sanjay. Stahlherz ist vollgeladen und einsatzbereit. Aktiviert ihn, wenn ihr in Morgentown seid, damit er sich um die Alarme in den Vorratsräumen kümmern kann. Genau. Aber das tun wir heute nicht. Denn das brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt halt zusehen, dass wir jetzt nur noch schnell die Sachen abgeben. Ich würde dann, glaube ich, auch das Schleichen erstmal durch. Dafür, dass er nicht zu stark beschädigt wird. Ich habe so schon genug Reparaturen am Hals. Durch den Action Boy ersetzen. Aber hier stechen wir jetzt erstmal noch zwei coole Blitzmanöver aus. So, jetzt hier einmal nochmal rein. Zentrifuge. Und. Da haben wir Glück, wir kriegen noch einen legendären Gegenstand. So. Abgeschließt. Wunderbar. Gehe ich jetzt nochmal hier hinten durch. Radiumgewehr. Nee. Heute eher nicht so Glück gehabt. Dann nehmen wir aber trotzdem die Muni mit. Stechen den erstbesten Ghoul ab. Den zweitbesten Ghoul. Oh, den drittbesten Ghoul. Mensch, ihr habt doch gar keine Chance gegen dieses Messer. Oh. Ah, kennen wir schon. So, Radiumgewehr. Na gut, mache ich euch jetzt erstmal nochmal so kaputt. Ich muss mich nämlich gleich nochmal so ein bisschen leer machen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal den Cut. Ich port jetzt nach Hause, mach mir jetzt soweit fertig und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.